Ja, und du hast es geschafft. Wahnsinn. Die sind doch alle verrückt hier. Ah, das ist wohl der Speisesaal. Hier wird die Küche sein. Wir wollen eigentlich nur Beweismaterial haben. Das werden wir in einer Küche nicht finden. Aber hat der Koch was zu sagen? Du da, das ist meine Küche. Ich habe was gegen Eindringlinge, also raus mit dir. Ja, war irgendwie zu erwarten. Na gut, dann gehen wir einfach mal hoch zum fünften Stock, wo die hohen Tiere sein sollen, und machen da ein bisschen Unordnung. Wie gesagt, Gerogon und seine Truppe wollen eigentlich nur jeden umbringen, der mit dem Eisenthron zu tun hat, um sicherzustellen, dass sie nie wieder was Böses anrichten. Also umbringen, verhaften, was auch immer halt gerade möglich ist. Eine Bar und eine Bücherei direkt daneben. Was willst du? Ein Xwart? Hallo, ihr müsst die Stadtunterhändler sein. Lasst mich meine Liste nachsehen. Hier. Emissaritar? Die dicke Frau. Ja, natürlich, wir sind die dicke Frau. Ihr seid pünktlich auf die Minute, sehr erfreut. Mein Name ist Destus Gorn, stellvertretender Oberrechnungsführer für die Operation des Eisenthrons an der Schwertküste. Ganz kurz zum Verlauf von Verhandlungen hier bei uns, bevor ihr euch nach oben begebt. Taldorn wird von 6 Beratern des Eisenthrons von außerhalb begleitet sein. Zalima Cloudwolf, Gardusch, Naaman, Dibjin, Asim und Alai. Alles ehrenhafte Leute, ganz sicherlich nicht. Und gespannt darauf, euch zu treffen. Zu diesen Beratern kommt heute noch ein siebter hinzu. Herr Lyle Espeyo. Er soll dafür sorgen, dass alles glatt läuft in diesen Zeiten des Umbruchs. Was die Tagesordnung angeht. Na gut, lassen wir ihn aussprechen, es könnte was Wichtiges sein. Auf der Tagesordnung stehen, wie ihr wohl wisst, die Diskussion eures aktuellen Angebots bezüglich der Eisenpreise und einige Anmerkungen zu den von uns gerade erworbenen neuen Minen. Du meinst zerstörten Minen, oder? Also wir haben jetzt schon die Mine Naschkel befriedet quasi und die Zwergenmine im Mantelwald. Aber gut. Davor würde Herr Espejo jedoch gerne einige Worte mit euch wechseln über die positiven Änderungen und die wirtschaftlichen und sonstige Dynamik, die bei ihrem kürzlichen Reisen durch die Region der Schwertküste aufgefallen sind. Das wird euch sicher interessieren. Aber ich will eure Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Wenn ihr euch jetzt nach oben begeben wollt, damit die Verhandlungen beginnen können, das ist ein sehr wohl artikulierter Xwart, muss ich schon sagen. Ich liebe Geld. Ja, das tue ich. Habt ihr das gehört? Der hat gerade gesagt, ich liebe Geld. Ja, das tue ich. Sehr charmant. So, hier sind wohl auch irgendwelche anderen Botschafter. Ich liebe Aber Geld. die sind uns alle vollkommen egal. Ich habe einen Zweihänder und da ist Saravoks Name drauf. Und Cloud irgendwas und Ayam und Aschisch und wie sie alle heißen. Allesamt in Kerker oder in Stücke. Hütet euch besser vor meinem Zorn. Ja, die sehen doch so aus wie die, die uns interessante Sachen zu berichten haben. Salima Cloudwolf, nehmt euch von meinem Zorn in Acht, denn er ist fürchterlich. Wer wagt es, unsere Verhandlungen zu stören? Ja, wir können uns immer noch als die dicke Frau ausgeben, aber nein. Mein Name ist Gerogon. Könnt ihr mir vielleicht ein paar Fragen beantworten? Das will ich nicht sagen. Ich will sagen, sterbt oder lauft schreiend weg oder so. Na gut, Gerogon sagt ihr. Ach, stimmt. Saravok hat uns schon gewarnt, dass ihr euch vielleicht einmischen würdet. Das Einmischen hat hiermit jedoch ein Ende. Und wer seid ihr, dass ihr das sagen könnt? Ich habe alle vor euch zerschmettert. Ja, langsam werden wir erwachsen. Nicht mehr verarschen lassen. Die vor uns waren Narren, genau wie ihr. Die vor uns waren so schwach, wie ihr es seid. Die vor uns waren nicht Salima. Oder Gardusch, oder Naaman, oder Diab, oder Asim, oder Alai. Ja, also 6 Leute. Jo, Feuerbalben. Dahin. Die vor uns sind tot. Ja, weil wir sie umgebracht haben. Wie ihr es auch bald sein werdet. Nein, wie ihr es sein werdet. So ist es beschlossen worden. So soll es geschehen. So ordnet Saravok es an. Ja, gut. Pause ist an. Gut. Krieger, Krieger, Krieger. Du bist kein Krieger. Auch wenn ihr müde seid, ihr oh, das sind Gestaltwandler. Ha, interessant. Ihr geht erstmal alle dahin. Du gehst dahin, du gehst dahin und du gehst dahin.
Und die hängen in der Treppe fest. Gut, das sind alles Zauberer. Das sind viele. Na gut, du kommst da eh nicht weiter. Dann wirfst du am besten ein Brandöl dahin. Du nimmst so lange ein bisschen Abstand. Du schmeißt deinen normalen Feuerball dahin. Und das war das Brandöl, hoffe ich mal. Minsk, lauf. Ach, voll erwischt. So, du gehst auf den. Du gehst auch auf den. Du schießt auf den. Du machst Furcht dahin. Der müsste es alle erwischen. Du machst so lange noch einen Feuerball dahin. Und dann haben wir, glaube ich, alle. Auch wenn Karl jetzt voll den Feuerball abbekommt. Oh, oder auch nicht. So, der hat Furcht. Das ist gut. Sein Zauber müsste eigentlich unterbrochen sein. Der hat den Feuerball ja auch abbekommen. Dann machst du gleich nochmal einen Feuerball dahin. Du machst noch ein Brandöl dahin. Du schießt auf den. Und ihr haltet mal die Füße still. Außer jemand kommt so nah wie der da. Ja, wusch, wusch. Oh, oh, oh. Wow. Das ging schnell. Ah. Die Heiltränke sind verflucht. Das ist nicht gut. Du musst nicht sterben, du musst dich selber heilen. Oder runtergehen. Du machst Flammenschlag auf den da. Schön. Birgon schon mal, Georgon schon mal in Sicherheit. Du hast genug Leben. Du machst nochmal Flammenschlag auf den da. Du machst Lähmung auf den da. Jo, der ist gelähmt, das ist gut. Dann machst du jetzt noch magische Geschosse auf den, damit er endlich stirbt. Und Jahira macht Furchtbann. Furchtbann da, auf Imol. Hält gut was aus. Du kannst dich so lange... Ne, kannst dich nicht mehr heilen. Ah, diese Heiltränke, echt. Klar, die waren aus dem Billigladen, aber trotzdem. So, was machst du denn jetzt mal? Geh mal dahin. Benutze jetzt deinen Strahlstab auf denen. Erwischt es hoffentlich nur die beiden da. Und trifft uns nicht wieder. Hm. Oh, 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 oh. Okay. Den hat zweimal erwischt. Das war aber arg knapp. Kannst immer noch nichts sprechen. Schieß auf den. Du schieß auf den. Du schieß auch auf den. Und Geron kommt auch mal wieder hoch. Solange er nicht direkt angegriffen wird. Geh auch auf. Nee, nee. So. Geh auf den. Und alle anderen auch. Hütet euch besser vor meinem. Ja, soweit so gut. Hast du noch Heilzauber? Ja, heil mal. Ja, ihn. Du trinkst deinen richtigen Heiltrank. Und ja, der Rest wartet. Ich verliere an Kraft. Ich brauche dringend die Hilfe eines Heilers. Na gut, du lähm mal den. Karlit läuft weg. Gerogon auch. Und du verwandelst dich in einen Bären. Nee, du machst erst deinen Flammenstrahlstab und dann verwandelst du dich in Bären. Oh. Oder auch nicht. Gut. Ja. Schade, dass Minsk gestorben ist. Aber das scheint die letzte Etage zu sein. Gucken wir mal kurz. Oh, nette Sachen, aber alle zu schwer und unser Packesel ist weg. Die hier waren die Verfluchten, ne? Probier nochmal aus. Ja, das waren die Verfluchten. Die kommen weg. Das sind die richtigen. Der kommt zu Jahira. Jetzt hat sie schon drei davon.
Oh, weia. So, sie kann gut was tragen. Das heißt, sie nimmt jetzt ein paar von Minsks Sachen mit. Wenn wir den Minsks Körper finden. Was bist du? Schriftrolle. Ich habe eine Aufgabe für euch und eure Auserwählten. Ihr, der Treueste von allen, sollt für mich die Stellung halten. Glaubt nicht, ich würde eure Verdienste herabsetzen, indem ich euch mit einem einfachen Wachtposten betraue. Diese Aufgabe ist für mich und folglich auch für euch von ganz großer Bedeutung. Gerogon ist mir inzwischen ein Dorn im Auge, der entfernt werden muss. Erfüllt meine Bitte und ihr erweist mir einen großen Gefallen. So lautet euer Auftrag. Scheitert nicht an ihm. Saravok. Na gut, sie sind gescheitert. Und wir haben jetzt ein Beweismittel hoffentlich, wenn er denn als Beweis zählt. Den nehmen wir auch mal mit. Düner hier, was ist das? Wahrscheinlich eine Hellebarde plus 1. Hm? So, den Rest können wir liegen lassen. Wir suchen eigentlich Minsk-Körper. Das ist auch nicht Minsk. Das ist Minsk. So, schauen wir mal, ob wir alles mitbekommen. Also die wichtigen Sachen zumindest. Ja, genau, Schlüsselsteine zum Beispiel. Es wäre ärgerlich, wenn wir im Turm nicht weiterkommen. Ach, das Baby. Ganz viele Schlüsselsteine. Oh, ganz, ganz viele Schlüsselsteine. Und sie ist schon wieder überladen. Khaled sowieso. Na, das ist doof. So. Na okay, das Baby können wir eigentlich liegen lassen. Das brauchten wir nicht mehr wirklich, weil die Quest wäre auf der Insel. Die Munition können wir auch wieder kaufen. Die Armbrust würde ich noch gerne mitnehmen. Und die Axt. So, den Rest lassen wir da. Schauen wir, was die anderen noch dabei hatten. Ah, die haben alle Loot dabei. Was ja an sich ganz gut ist, aber jetzt haben wir keinen Inventarplatz mehr. Lauter Sprüche, die Düner hier nicht wird lernen können. Gold ist immer gut. So, und jetzt verpieseln wir uns erstmal raus. Beziehungsweise ich verpiesel mich raus, lauf kurz zum Händler und melde mich dann wieder, sobald ich Minsk wiederbelebt, ausgerüstet und ausgeruht habe. Bis gleich.